Aussicht. Eine Runde mit den armen Schulschwestern auf ihrem Conference-Bike. 15 Minuten von der Fußgängerzone zum Kloster. Da war neben dem Strampeln jede Menge Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also viele haben ja so die Vorurteile, so ernst und streng und nur betend. Und für mich war das wieder eine Erfahrung, dass die einfach lustig und gut drauf sind. Weil man das gar nicht so glaubt, was für Lebensfreude, dass die Damen vom Kloster ausstrahlen, was für Energie da ist. Ja, ich habe mir halt gedacht, raus aus dem Kloster, dass man uns einfach auch sieht. Dieses verstaubte Image, das uns auch manchmal anhängt, einfach ein bisschen loswerden. Ja, wenn man sieht, ich finde das Bike einfach cool und ich habe mir gedacht, wir sind auch cool und deswegen könnten wir das zusammenbringen. Das Bennofest 2019. Die Kirche präsentierte sich in all ihrer Vielfalt mitten im Trubel der Münchner Innenstadt. Stände der verschiedensten Verbände, Angebote zum Mitmachen und Kulinarisches, Information und Ausgefallenes. Und auf der Hauptbühne direkt vor dem Dom gab es 2 Tage lang ein Top-Programm. Ich finde wichtig, dass wir nicht nur in geschlossenen Räumen in unseren Kirchen feiern, sondern dass wir uns auch zeigen in der Gesellschaft und dass wir zeigen, wir wollen in unserer Stadt nicht nur als Christen leben, sondern wir wollen diese Stadt mitgestalten. Wir sind Teil der Stadtgesellschaft und wollen mit dazu beitragen, dass das Leben hier besser wird, gerechter wird und dass es ein friedliches, gutes Zusammenleben miteinander gibt. Man sieht, dass die Leute selber glücklich und zufrieden sind, wenn sie da sitzen, wenn sie miteinander ratschen, wenn sie ein bisschen zuhören, wenn sie zum Teil ja auch erstaunt darüber sind, welche Bandbreite an Veranstaltungen es da gibt. Ich glaube schon, dass sich das wirklich lohnt. Schlüssel, Momente, Erleben, so lautete das Motto vom Bennofest 2019. Klar, dass da auch tatsächlich Schlüssel in jeglicher Form nicht fehlten, zum Beispiel auch zum Naschen. Oder auch um sich Gedanken über die eigenen Schlüsselmomente im Leben zu machen. So gab es zum Beispiel von der Stadtpastoral Schlüsselwende. Um das geht's. Jeder Mensch hat solche Schlüsselmomente im Leben. Die Beziehung, die Geburt eines Kindes, aber auch weniger schöne Schlüsselmomente, die irgendwie das Leben verändert haben, eine Tür geöffnet haben. Und um das geht es oft, ja. Für mich ist der Schlüsselmoment, Menschen kennenzulernen, die einen auf dem eigenen Weg weiterbringen. Und die Botschaften, die einem vermitteln, die einem mitgeben, einfach aufzunehmen und zu integrieren. Und, ja. Die schönsten Schlüsselmomente in meinem Leben sind eigentlich die, wenn meine Tochter nach jeder OP lächelnd ihre Augen aufgemacht hat und ihre letzte große Gehirn-OP super geschafft hat. Und da sind wir dem Himmel sehr dankbar für. Und für mich ist egal, welche Religion, Hauptsache jemand hat ein gutes Herz. Es gab aber auch die stillen Schlüsselorte und Momente. In der Bürgersaalkirche zum Beispiel, bei dem bekannten seligen Pater Rupert Meyer oder im Liebfrauendom. Der Ort, wo man dem Heiligen und Stadtpatron Benno ganz nahe kommen konnte. Da ist eigentlich immer die Heilige Messe am Fest des Benno für mich natürlich das Schlüsselmoment. Das ist im Grunde das Zentrum, um das alles kreist. Aber ich bin sehr froh, dass das Bennofest jetzt auch mit der Stadtgesellschaft zusammengefeiert wird. Also es hat eigentlich an Bedeutung gewonnen und ist sozusagen auch ein Schlüsselmoment, hoffentlich für die ganze Stadt, damit die Tür geöffnet wird für Christus. Und das tun viele Ehrenamtliche, die sich mit engagieren, mit ihren Ständen, mit ihren Auftritten, mit ihrer Gesprächsbereitschaft. Also ich finde das ein wunderbares Fest, gerade für die Stadt München. Wo und wann auch immer die Menschen in den 2 Tagen am Bennofest ihre Schlüsselorte und Momente entdeckt haben, ob im Gewusel oder in der Stille oder beim Konzert, sicherlich war für jeden etwas dabei.